Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Live-Interview-Reihe. Sie haben die Wahl. Wir stellen Ihnen die Direktkandidaten für die Landtagswahl am 27. Oktober vor, für die beiden Jenaer Wahlkreise 1 und 2. Und ich spreche heute mit Dr. Gudrun Lukin, der Direktkandidatin der Linkspartei für den Wahlkreis Jena 2. Frau Dr. Lukin. Schönen guten Abend. Willkommen im Jena TV-Studio. Danke. Sie sind Jahrgang 1954, von Beruf Diplomphilosophin, seit 20 Jahren schon Stadträtin hier in Jena, seit 10 Jahren schon Landtagsabgeordnete. Warum wollen Sie denn im Rentenalter, etwas charmant formuliert, noch einmal in den Thüringer Landtag einziehen? Ganz so weit ist es noch nicht bis zur Rente. Ich bin also auch verpflichtet, noch einige Zeit zu arbeiten. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil ich das Direktmandat sehr gern verteidigen möchte. Und ich überlasse es der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler hier in Jena, ob sie die Vertretung durch mich im Thüringer Landtag möchten. Sie haben gerade gesagt, Direktmandat, Sie haben das vor 10 Jahren errungen, vor 5 Jahren verteidigt. Jetzt treten Sie also wieder an. Trotzdem nochmal die Nachfrage. In der Stadtratsfraktion bauen ja die Linken auf Nachwuchs. Also da ist eine deutliche Verjüngung passiert. Warum jetzt nicht bei der Landtagswahl? Bei der Landtagswahl, wenn Sie sich unsere Liste angucken für den Thüringer Landtag, dort sind sehr viele junge Leute angetreten. Sie haben die vorderen Listenplätze. Ich bin nicht auf dieser Liste, sondern werde lediglich um das Direktmandat kämpfen. Also ist auch in Thüringen die Nachwuchsarbeit bzw. die Verjüngung der Partei doch ein großes Stück vorangekommen. Ihr Lebensmotto stammt von Albert Einstein. Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit. Auf welche persönlichen Eigenschaften setzen Sie denn bei Ihrer politischen Arbeit? Ich setze eigentlich auf Zähigkeit, auf die Möglichkeit, das eine oder andere aus der Jener Sicht auch in Erfurt anzusprechen und durchzusetzen. Und ich möchte vor allen Dingen mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam kommunizieren, über das, was sie als wichtig erachten. Über ihre Forderungen, über ihre Lebenssituation und bin der Meinung, dass gerade das stärker in die Landespolitik einfließen muss. Bevor wir konkret zu den Themen kommen, also wir kommen zu Wohnen, Bildung und Sozialem, vielleicht mal zur Bilanz der vergangenen 5 Jahre. Wie sieht ihr denn aus, Ihre eigene Bilanz? Was haben Sie geschafft, was haben Sie vielleicht auch nicht geschafft? Ich denke, wir haben einiges geschafft, jetzt was mein Thema Verkehr anbetrifft, beziehungsweise ich bin Arbeitskreisleiterin für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten von diesem ganzen großen Gebilde. Und da haben wir sehr viel erreichen können. Wir haben einmal im Bereich Verkehr landesweit bedeutsame Buslinien nicht nur zustande gebracht, sondern auch zusätzlich gefördert. Wir werden erreichen, dass ein gut vertaktetes Landesbusliniennetz durch Thüringen gehen wird. Über 22 Buslinien werden schon gefördert in dem Zusammenhang. Wir haben erreicht, dass Jena durch die Thüringer Landesregierung wieder mehr an das Fernnetz angebunden wird. Beispielsweise fährt ein schneller Zug von Nürnberg über Jena nach Leipzig. Die Landesregierung finanziert ihn mit 5 Millionen zusätzlich. Jena hat ja gelitten durch den Abbau von ICE. Nach dem Wegfall des ICE. Ja. Wie schmerzt das trotzdem? Es schmerzt, weil wir haben dadurch eine, ich will mal sagen, nicht mehr so gute Verbindung in Richtung Leipzig, in Richtung Norden, beispielsweise auch nach Berlin oder sogar durchgehende Züge nach Rostock, mehr oder weniger der Badewanne von Berlin, aber letztlich auch von Thüringen. Und das hat uns doch recht getroffen und deswegen bin ich dem Bündnis für Fernverkehr in Jena sehr dankbar, die entscheidend sich dafür eingesetzt haben, dass wir wieder besser an den Fernverkehr angebunden werden und schrittweise auch durch die Landesregierung dort mehr Möglichkeiten erhalten. Beispielsweise hat sich auch der Verkehr zwischen Gera, Jena in Richtung Erfurt wesentlich verbessert. Man kann, wenn man ganz großzügig ist, sogar von einem S-Bahn-Takt sprechen, weil fast alle 20 Minuten bzw. halbe Stunde Züge fahren in die Landeshauptstadt und zum Teil auch weiter. Aber wie gesagt, das ist mühselig und das erforderte zusätzliche Mittel von den Regionalisierungsmitteln, die das Land Thüringen durch den Bund erhält. Wir haben auch durch den Ministerpräsidenten erreicht, dass die Bahn die Elektrifizierung vorantreibt auf der Mitte-Deutschland-Verbindung. Und ich denke, wir werden uns auch zur Bahnhofssituation beziehungsweise auch weiter zur Anbindung von Jena auf der Saalebahn verständigen. Auch dort zeichnet sich die eine oder andere Verbesserung ab. Beispielsweise
können wir, das hoffe ich ganz stark, der Prüfauftrag ist gelaufen, dass wir von Sömmer da mit der Pfefferminzbahn über Buttstedt hinaus, Großhering bzw. Jena, vielleicht die Linie nach Pößneck aufmachen können. Das heißt also, wieder Schienenverkehr installieren und auch fortsetzen und zu einem Regelverkehr ausbauen. Wir haben auch die Rennsteigbahn reaktivieren können. Es ist eine touristische Attraktion. Und wir hoffen und wünschen uns, und da sind wir alle wirklich in Thüringen einer Meinung, dass Lückenschlüsse wie bei der Höllentalbahn, die fast 300 LKWs auf die Schiene, also mit Holz auf die Schiene bringen könnten, dass wir die vorantreiben müssen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir über den Bundesrat nun langsam auch Bayern überzeugen, dass das eine notwendige Investition sein kann, die wenigen Kilometer wieder zu installieren. Bei wichtigen Schritten, was wurde denn nicht geschafft? Selbstkritisch. Man kann sagen, dass wir wesentlich mehr noch hätten investieren können in die Erneuerung der Fahrzeuge, in die Erneuerung der Infrastruktur im ÖPNV. Dort muss auch in Fragen Barrierefreiheit noch einiges getan werden. Und hier hoffen wir, dass wir die Investitionen wieder anheben können. Und dass wir haben auch schon in den nächsten Haushalt wesentlich mehr Mittel eingestellt für den ÖPNV. Dort muss noch mehr gemacht werden. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass Stadt und Land wieder enger miteinander verzahnt werden, so wie es beispielsweise der Jenaer Nahverkehr und der JES gemeinsam schon machen, dass wir gemeinsame Buslinien haben, dass beispielsweise Eisenberg an 5 Bahnhöfe angebunden ist und auch, dass Jena nun die Zusage erhalten hat von der Landesregierung mit der Aussicht Stellung auf Fördermittel für die Erneuerung der Straßenbahn, zumindest erstmal für die ersten 24. Genau, das war ein wichtiger Punkt, Investitionen. Wie schätzen Sie denn die Arbeit des Verkehrsverbundes Mittelthüringen ein? Im Stadtrat gibt es ja immer wieder Diskussionen, dass dem Jenaer Nahverkehr durch diese Institution die Hände gebunden sind. Thema Preispolitik, Thema Kurzstreckenticket. Naja, ich habe mich gewundert. 2017 gab es eine Anfrage bzw. einen Bürgerhaushalt, der sich mit dem ÖPNV beschäftigt hat. Und die Mehrzahl der Jenaer hat also den VMT positiv bewertet. Nun haben wir selber oft kritisch hinterfragt, wie kann dieser Verkehrsverbund sich erstens über ganz Thüringen erstrecken, beziehungsweise kann er noch eine bessere Tarifgestaltung abbilden. Einiges ist erreicht, beispielsweise für die Kinder bis zum Schuleintritt ist die Fahrt kostenlos. Wir haben auch erreicht durch die Stadt Jena, dass die Kinder, die den Jena-Bonus bekommen, kostenfrei fahren können. Wir haben auch ein günstiges Angebot für Senioren, eine Doppelkarte sozusagen. Wenn zwei von einem Konto ein Abo nehmen, dann ist das sehr preiswert für den gesamten Regionalverband. Aber letztlich ist es so, dass wir unser Ziel, mit einem Ticket durch ganz Thüringen zu fahren, noch nicht erreicht haben. Und hier, denke ich, gibt es inzwischen eine Überlegung, dass man versucht, auf digitalem Wege diese Kurve erstmal zu nehmen und dann langsam die Landkreise auch überzeugt, dass der Verkehrsverbund insgesamt gesehen eine Chance ist für Thüringen. Was halten Sie denn von der Forderung nach einem generell kostenlosen Nahverkehr und wie könnte das finanziert werden? Ich finde diese Forderung langfristig gesehen gut. Denn wenn wir von einer Verkehrswende sprechen, dann wollen wir erreichen, dass möglichst viele den ÖPNV oder die Schiene nutzen, beziehungsweise mit dem Rad unterwegs sind oder als Fußgänger. Aber im Vordergrund steht für mich in diesem Zusammenhang noch die Notwendigkeit, auch das entsprechende Angebot dann bereitzustellen. Also es nützt einem Kind oder einem Jugendlichen oder einem Erwachsenen in einem Dörfchen, wo in den Ferien kein Schulbus mehr fährt, nichts, dass das Angebot kostenlos ist. Das heißt, ich muss Strukturen schaffen, dass ich die ländlichen Gebiete anbinde an die nächsten Zentren, beziehungsweise auch ein Bussystem über ganz Thüringen zusammen mit der Schiene entwickle. Aber ich muss auch sehen, dass die Fahrpreise nicht ins Unendliche steigen. Und dadurch, dass viele fahren, werden auch natürlich die Möglichkeiten geschaffen, dann preiswerter zu werden. Die Menge der Fahrgäste in einem besseren Angebot, das ist für mich die Voraussetzung für Überlegungen, schrittweise zu einem kostengünstigen Angebot zu kommen. Und ich will nur sagen, mit dem Azubi-Ticket ist ein kleiner Meilenstein geschaffen worden,
Was ich nach wie vor bedauere, dass sich die Wirtschaft dort relativ wenig beteiligt. Denn eigentlich hat der Freistaat mit den ca. 10 Millionen, die für dieses Ticket aufgewandt werden jährlich, eine Steilvorlage für die Förderung des Handwerks und auch der Industriebetriebe gegeben, in dem natürlich die Lehrlinge dort die Möglichkeit haben, gut und auch sicher zu den Berufsschulen und zu den Arbeitsstätten zu kommen. Und da wäre es doch besser, wenn die Betriebe sich an der Finanzierung beteiligen und sowohl die Lehrlinge noch weiter entlasten, als auch ein wenig den Freistaat. Für Sie hat also eindeutig der Ausbau des Schienenverkehrs Vorrang vor dem Straßenausbau, kann ich das so formulieren? Ja, und in dem Zusammenhang würde ich mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung, und das hat sie nicht getan, weder beim Dieselgipfel noch bei den nachfolgenden Angeboten, dass sie wesentlich wieder mehr Straßenbahnen fördern. Denn das ist eigentlich das Fahrzeug an sich der E-Mobilität. Ich denke, wenn ich das E-Auto fördere, dann habe ich mehr Individualverkehr möglicherweise in der Zukunft. Also bitte ein Appell an Bund und Land, mehr Investitionen in die Schiene, sowohl bei der Verlagerung von Gütern im Güterverkehr auf die Eisenbahn, aber auch mehr Verlagerung Verkehr auf die Straßenbahn. Und da wollen wir ja in Jena noch weiter diskutieren, was den Ausbau der Straßenbahn anbetrifft. Finde ich auch gut. Und das sollten wir auch im Land tun, wie wir das noch unterstützen können. Aber auf Straßenverkehr kann ja nicht ganz verzichtet werden, ne? Nein, das soll auch nicht. Also ich bin kein Feind des Autos. Seit vielen, vielen Jahren wird ja zum Beispiel um den Ausbau der Wiesenstraße gerungen. Mhm. Ich glaube, seit 20 Jahren. Das Land zuckt da nicht. Warum nicht? Auf der einen Seite ist die Wiesenstraße eine Bundesstraße. Also ich habe nicht gehört, dass es in den Bundesverkehrswegeplan jemals aufgenommen wird. Ich glaube, da besteht auch keine Chance, weil letztlich der Verkehr, der aus Jena herausgeht, zu gering ist, um dort eine durchgehende Bundesstraße fast parallel zur Autobahn zu fördern. Also die Finanzierung scheidet schon mal aus. Das Land könnte unterstützen, wenn die Stadt Jena eine Ortsdurchfahrt bauen will. Aber da ist die Frage, wie weit sind die Planungen, wie weit sind die Gutachten, haben sie noch Bestand? Und ist es das Bauvorhaben, was Jena am ehesten braucht? Also ich denke eher, dass die Ortsumgehung Isserstedt dort Vorrang haben sollte, denn dort fahren wesentlich mehr Fahrzeuge. Wir kommen zum sozialen Bereich. Sie engagieren sich ja in vielen sozialen Bereichen, zum Beispiel im Mieterbund. Sollte denn Thüringen wie Berlin eine Mietobergrenze einführen? Das ist ein bisschen schwierig für Gesamtthüringen, weil wir haben ja die Wohnungsmarktberichte in einigen ländlichen Gebieten, sind die Mietpreise sehr, sehr niedrig, stehen Häuser, Gebäude leer, werden zum Teil Wohnungen abgerissen. Während in den Städten Erfurt, Jena und zum Teil auch Weimar, jetzt beginnt auch Eisenach, sich doch die Mietsteigerungen so erheblich bemerkbar machen, dass neu gebaute Wohnungen zu einem Preis angeboten werden, die praktisch für Busfahrer, Krankenschwestern oder auch für diejenigen, die in der Leiharbeit sind, fast nicht mehr erschwinglich sind. Und in dem Zusammenhang, denke ich, ist die Mietobergrenze für Thüringen nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Sie ist die Kappungsgrenze sicher für Jena und auch für Erfurt. In Erfurt ist jetzt durchgesetzt, Jena hat sie jetzt beantragt. Eine Möglichkeit, aber wenn ich wohne selbst in einem ehemals kommunalen Wohnungsunternehmen. Also, man darf das sagen, Sie leben in Winzerla? Ja, ich wohne in Winzerla und ich kenne keine Mieterhöhung, wo Jena Wohnen jemals über 15% erhöht hat. Also ich denke, das trifft es nicht. Das wäre eher, wenn Private sozusagen zu sehr dazu fassen. Aber ich denke, wir müssten eins machen, wir müssten mehr das tun, was wir in den letzten Jahren vernachlässigt werden. Wir brauchen mehr belegungsgebundenen Wohnraum. Und das heißt also, da das Land Thüringen, ich zitiere jetzt mal einen Geschäftsführer eines Jenaer Wohnungsunternehmens, inzwischen exzellente Förderbedingungen dafür hat, dann sollte sich Jena mit allen Wohnungsunternehmen, die es wollen, daran auch beteiligen. Heißt natürlich, dass wir noch genügend Grund und Boden haben, der auch erschwinglich ist.
der vielleicht auch in Erbbaupacht vergeben werden also kann. Also Sie meinen jetzt die Förderung des sogenannten sozialen Wohnungsbaus? Ja, das meine ich. Und es muss aber auch Platz dafür geschaffen werden. Mhm. Und hier, denke ich, muss Jena mit dem Saale-Holzland-Kreis eng zusammenarbeiten. Das passiert auch schon. Hier gibt es schon vielfältige Überlegungen, gemeinsame gemeinsame Vorhaben zu entwickeln. Und aber auch Jena sollte mehr als es bisher ist, den sozialen Wohnungsbau mitbefördern. Für die Einschätzung, dass Wohnen immer teurer wird, spielt ja unter Umständen nicht die Miethöhe die entscheidende Rolle, sondern die Tatsache, dass Familien unter Umständen bis zur Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Das heißt, wir sind beim Thema Arbeit. Thüringen gilt immer noch als Niedriglohnland. Trotz vieler Hochschul- und Technologiestandorte, wie kann dann die Landesregierung Veränderungen herbeiführen? Also die Landesregierung hat mehr als 1000 Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die vorher langzeitarbeitslos waren, geschaffen und bemüht sich auch hier noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen durch Programme. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Land Thüringen auch damit wirbt, nicht mehr Niedriglohnland zu sein, sondern dass hier gute Arbeit angeboten wird. Und natürlich sind leider sind wir relativ wenig tarifgebunden in Thüringen, da sind die Prozentzahlen noch relativ gering. Aber wir können natürlich auch unterstützen, indem wir Start-ups mit unterstützen, indem wir Projekten, die entstehen, einen Start ermöglichen und sie auch weiterhin fördern. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Kommen wir zum Thema Klimaschutz. Braucht er es denn erst den Protest der Straße von Fridays for Future, um politisch zu handeln? Es brauchte den Druck, um effizienter zu handeln. Mhm. Thüringen selber hat ein Klimaschutzgesetz. Es ist eines der ersten Bundesländer, die das entwickelt haben. Es war nicht einfach. Die Diskussion, Thüringen selber hat sich auch bemüht bei der Waldstilllegung, auch in Jena. Der Jener Stadtforst hat zum Beispiel 10% stillgelegt seines Waldes, sodass der Wald sich natürlich entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch schon lange Zeit gefordert haben, dass sich die Schiene, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene weiterentwickelt. Thüringen hat einen runden Tisch für die Entwicklung des Güterverkehrs auf der Schiene initiiert. Wir haben mehr finanzielle Mittel in die Entwicklung von landesweiten Buslinien hineingegeben und sind da aber auch noch nicht am Ende. Und ich denke auch, Jena hat mit seinen Vorgaben, die von Fernwärmeanschluss beziehungsweise auch mit der Überlegung, das Stadtgrün mehr in den Mittelpunkt zu stellen, schon einiges vorangebracht. Selbst der Fassadenpreis, den finde ich eigentlich in dem Zusammenhang immer sehr lobenswert. Der Grünfassadenpreis. Der Grünfassadenpreis, ja. Es gibt ja noch den anderen. Ja, gut, aber stimmt, ich meinte jetzt den Grün. Und ich denke auch mit dem Schutz der Kleingärten und mit der Entwicklung der Naherholungsgebiete, für die sich viele Bürgerinnen und Bürger einsetzen, haben wir zwar einen Schritt nach vorn gemacht. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Plastemüll, wie viel Müll, der nicht recycelt wird, noch auf den Straßen und Plätzen oder in den Geschäften zu finden ist, bevor er dann in den Müll wandert, will ich mal sagen, da haben wir doch noch einiges zu tun. Und ich finde das richtig, dass die Jugendlichen ihre Stimme erhoben haben. Und ich denke, durch eigenes Beispiel kann sowohl jeder Bürger, aber auch jeder Jugendliche sich an dieser Aktion beteiligen und kann natürlich die Politik in die Pflicht nehmen. Und das sollte auch der Fall sein. Deswegen hat ja auch der Stadtrat sich dazu bekannt. Kommen wir zum Thema Asyl und Migration. Die Thüringer Linke sagt, abgelehnte Asylbewerber sollten nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Stellt sich damit Ihre Partei nicht gegen geltende Gesetze? Ich denke nicht. In dem Zusammenhang, wir haben viele Beispiele, wo Betriebe junge Menschen, ob aus Afghanistan oder aus anderen Ländern, ausgebildet haben, in denen sie sehr viel auch Zeit und ich meine jetzt nicht Geld, sondern auch Verantwortung investiert haben. Und da sollten doch diejenigen, die sich hier bei uns aufhalten, einen Schutzstatus bekommen und sich auch in unsere Gesellschaft in unserer Gesellschaft entwickeln können. Und mir hat es immer sehr gut gefallen, wenn gesagt wurde, dass Deutschland doch sehr viel Wert auf gute Bildung legt. Dann können wir doch auch diese gute Bildung denjenigen zukommen lassen, die zu uns kommen,
und hier leben möchten. Sie sind ja nicht unbedingt nur freiwillig gekommen. Wenn ich mir die kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt in Syrien anschaue, die nächste Fluchtwelle, die dort existiert, die Menschen wollten dort leben. Sie wollten in Ruhe und in Frieden leben. Und da, denke ich, hat Deutschland eine große Verantwortung. Einmal gegenüber dem NATO-Partner, der dort gegen das Völkerrecht eingefallen ist, aber auch denjenigen gegenüber, die in ihren Ländern nicht mehr leben können, weil die Bedingungen so schlecht geworden sind, unter anderem auch im Ergebnis der damaligen Kolonialmächte und auch der, ich will mal ganz freundlich sagen, globalen Konzerne, die dort entweder ihren Müll oder ihre alten Autos oder ihre Experten hinschicken und dort zu Niedriglohn die Leute ausbeuten. Nehmen wir nur mal Bangladesch, an den Fabrikbrand können wir uns alle noch erinnern. Ich würde gerne nochmal auf Ihr persönliches Leben zurückkommen. Sie trainieren eine Schwimmgruppe und sagen, Freizeitangebote sind nicht mehr für alle Kinder zugänglich. Wo kann denn da Landespolitik helfen? Ich denke, wir haben einen großen Schritt getan mit der Landespolitik. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass durch eine finanzielle Beihilfe kommunale Sportanlagen nicht nur in der Regel, sondern tatsächlich den Vereinen zur Verfügung stehen. Das heißt also, dass Vereine die kommunalen Sportanlagen auch kostenfrei nutzen können für das Training, besonders von Kindern und Jugendlichen. Leider sind die Schwimmhallen davon ausgenommen noch. Ich hoffe noch, dass dort auch eine Möglichkeit besteht, denn es ist ein relativ, sagen wir mal, lebensnotwendiger, aber leider auch teurer Sport, wenn ich an die Mitgliedsbeiträge denke. Und ich bin der Meinung, dass gerade die Kinder, ich habe jetzt die Überschrift gelesen, Thüringer Schulanfänger sind die dicksten, das hat mich auch nicht begeistert, dass die Kinder, die in Städten leben und wenig Möglichkeiten für Freizeitgestaltung haben, dass sie noch verstärkt an den Sport herangeführt werden sollten, mitmachen können, entweder kostenfrei oder zu ganz geringen Beiträgen, aber auch durch Werbung. Wir kommen so langsam zum Schluss. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat die Linkspartei Verluste eingefahren. Das linken Urgestein Gregor Gysi sagt, die Linkspartei habe die Sorgen und Nöte ihrer Stammwählerschaft im Osten vernachlässigt und es sei ein Fehler gewesen, in den Westen Deutschlands zu gehen. Was sagen Sie dazu? Also ich denke, es ist kein Fehler gewesen, in den Westen Deutschlands zu gehen. Und ich denke, diejenigen, die diese Frage beantwortet haben möchten, die können das auch gerne am 18.10. um 18.30 Uhr auf dem Holzmarkt tun. Da kommt Gregor Gysi. Und ich denke aber, wir sollten die Verluste, die dort entstanden sind, sehr ernst nehmen. Denn eins ist tatsächlich der Fall. Wir waren früher immer sehr viel in Vereinen, Verbänden vertreten. Wir haben uns, ob es im Kleingartenverein, ob es im Sportverein war oder in den großen Sozialverbänden, immer um die Probleme und nicht nur Nöte, sondern auch Wünsche. Sie galten als Protestpartei, als die Protestpartei. Als Protestpartei, aber auch als Kümmererpartei. Mhm. Und nun ist es so, wir haben hier mit Rot-Rot-Grün eine Landesregierung, die wir unterstützen. Aber ich denke auch, die Partei als Linke muss hier ein Korrektiv sein und auch auf die Fehler oder, ich will mal sagen, Versäumnisse einer Regierung aufmerksam machen. Und das ist eine Aufgabe, die wir noch stärker entwickeln müssen. Welche Chancen rechnen Sie sich aus, zum dritten Mal in Folge das Direktmandat zu holen? Sie haben das vorhin gesagt, Sie haben keinen Listenplatz. Ich hoffe einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger am 27.10. eine gute Entscheidung treffen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich die Stimme für das Direktmandat bekommen könnte und meine Partei, die Linke, die Zweitstimme als Partei. Letzte Frage, reicht es wieder für Rot-Rot-Grün? Auch das ist im Moment eine sehr spannende Frage. Da kann ich nur meinem Wunsch und meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es so wird. Herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war unser Live-Interview mit Dr. Gudrun Lukin, der Direktkandidatin der Partei Die Linke für den Wahlkreis Jena 2. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend.